Ein ganz wunderschönes, herzliches Willkommen zu dieser neuen Ausgabe Let's Play World of Tanks und hier mit einem Replay eingeschickt von Bayer03 in seinem 112er KTL Haluf und Teams, würde ich sagen, in der Tendenz leicht zu seinem Vorteil. Auch gerade, dass er Top-Tier ist, ist natürlich schön. Das macht es viel leichter in dem 8er Premium. Der 112er... Manche mögen ihn, manche hassen ihn, manche sehen ihn neutral. Ich persönlich muss sagen, ich spiele lieber die IS-6. Den IS-6, so muss man es ja sagen, bevor die bösen Trolle wieder ankommen und sagen, ist nicht der, ist die. Also den IS-6 spiele ich lieber. Und deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, wie er sich hier verhält, El Haluf. Jetzt gerade hier die Position sehr sinnig, da oben hinzufahren. Mal schauen, was da an Gegenwehr kommt. Auf jeden Fall ist da ein bisschen was an Panzer, was möglich ist, dass da auf sie stoßen kann. Aktuell noch nichts gespottet, aber das wird gleich wohl sich ändern. Da ist schon der erste. Eine Pershing. Ne war. Pershing, Cromwell. Ja, Cromwell, du ziehst ja den Kürzeren auf der Position. Er fährt hier weiter. Eine einzige Arti im Gegnerteam, das ist ganz schön. Da hat man eine kleine Sorge weniger hier auf dieser Karte. So, und jetzt T43 mit Auto-Aim ganz lange Einzielzeit gehabt. Und ja, dann schlägt er halt doch ein. Der T43 ist so weit vorne, da kann das gleiche nochmal machen. Diesmal hat er nicht so lange eingezielt, sondern zack. Schon fast gesnapshottet. Oh, ist da viel. Alter Schwede. Jetzt hat er hier den 12-Tonner plötzlich hinter sich gehabt. Auch schneller Snapshot. Snapshot. Snapshot ist wieder was anderes. So, jetzt muss er... hier so ein bisschen mal aufbäumen, dass der 12-Tonner die Leiche ihn da nicht zu sehr behindert bei dem, was er da macht. Oh, den Helm, den Helm. Ja. Was? Der ging ja. Wo hat er denn den auf einmal noch durchgezwirbelt? Schöner Hit auf jeden Fall. Weil eigentlich, so wie der Tiger jetzt dasteht, hat er wenig Chancen, dass er da... Okay, ich sag nichts mehr. Scheinbar hat der Tiger da wohl doch eine ganz schön schlechte Stelle erwischt. So, jetzt der Indian. Da kommt aber auf jeden Fall leichter durch. So, jetzt hat er hier auch das genug rumgefahren. Glatte 2000 Schaden zum jetzigen Moment. Oh. Und? Ja, weggesagt. Und das Suppen-Pershing steht da auch noch. Suppen-Pershing? So, da zielt er schön auf Sack. Man sieht, die Einzelzeit wäre recht lang, aber er wartet das gar nicht ab und trifft damit trotzdem sensationell gut. Jetzt prallt der Super Pershing ab und hätte ihm dann nochmal den Po sogar hingehalten. Ja. So, da kommt der Tiger. Jetzt aber. Ja, nice. Schöner Hit. Sehr schöner Hit. Jetzt bleibt er da an Ort und Stelle stehen. Jetzt hat er eben eine... Oh, oh, da, da, da. Ja, oh, es bleibt drei stehen am T-150. Gibt's, T-150. Gibt's doch gar nicht. So. Jetzt aber... Ja, nice. Nimmt er den Tiger raus. Jetzt muss er sich nur noch dem Indian erwehren. Aber so wie er jetzt da steht, ja, schießt er ihm auf die Kette. Das heißt, jetzt kann er den Nachschuss setzen. Einfach drauf. Zack, zack. Zwei schnelle Hits vom KV und von ihm. Jetzt haut er ab. Und zack, auch den weg. Aktuell 4100 Schaden gemacht, 10 zu 6. Also das Game läuft ganz klar für ihn. Das muss man sagen, wie es ist. Und jetzt fahrt er schon Richtung Gegnerbase. Es...
er braucht hier sich nicht mehr vielen Gegnern erwehren. Das Einzige, was noch unangenehm wäre, wäre der Rheinmetall. Wenn der ihm noch eine sammelt, dann kann das Spiel auch auf einmal doch plötzlich rum sein. Und damit aus einer sensationellen Runde nur noch so eine mittelgute, weil so geht man dann doch ungern einfach drauf. Da ist auch schon der Rheinmetall. Der macht sich aber gerade aus dem Staub. Jetzt ist er wieder zu. Arti ist auch noch am Leben. Und er ist offen. Die Arti macht ihn da auf. Der Rheinmetall kommt jetzt da rum. Oh, oh, oh. Oh, er kommt auf die Arti hier drauf. Den kriegt er weg. Den kriegt er weg. Den. Ja, da macht er die Arti. Sehr gut. Hinter ihm jetzt der T37. Vor ihm der Rheinmetall. T37 hält jetzt auf ihn. T37 schwenkt um auf den Indien. Und er ist. Wahnsinn. Kriegt den auch noch raus. Jetzt fehlt eigentlich nur noch er hier für den Krieger. Also wenn er den Rheinmetall wegbekommt, das wäre sehr schön und sehr wichtig. Aber wie gesagt, hier nicht zu greedy werden. Oh nein, er verschießt! Oh, oh, oh! Zurück, 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 zurück! Gott sei Dank hat er da jetzt noch nicht schießen können. Komm, mach den Krieger. Ja, dann holt er sich seinen Krieger. 4.993 Schaden. Und vielleicht mit bisschen Glück sogar die Su. Mal schauen. Wo die denn noch ist? War zuletzt hier auch in der Nähe der Basis gespottet. Da ist sie. Der Boxtank. Und, oh, was ein Snapshot. Macht den auch noch. 7 Kills, 5200 Schaden mit 112er. Da gibt es dicke Credits am Ende raus. Aber das seht ihr jetzt natürlich gleich in den Stats. Von dem her hoffe ich, dass euch die Runde gefallen hat. Ich fand sie unglaublich, unglaublich einfach in manchen Stellen. Und mir hat es gut gefallen. Ich hoffe, das kam gut rüber. Und bis bald. Alles Gute, euer Alcaramba.